Zu der Zeit, als die Wälder am Flusse Raab in Galizien das österreichische Heer über die Raab flüchten sahen und die österreichischen Divisionen unten in Serbien nach Gebühr der Reihe nach auf die Hosen bekamen, erinnerte sich das österreichische Kriegsministerium auch Schwegs, der der Monarchie aus der Schlamastik helfen sollte. Als man Schweg zur Verständigung brachte, dass er sich in einer Woche auf der Schützeninsel zur ärztlichen Untersuchung einfinden solle, lag er gerade im Bett, abermals von Rheuma gepackt. Frau Müller kochte ihm in der Küche Kaffee. »Frau Müller?« ertönte aus dem Zimmer die leise Stimme Schwegs. »Frau Müller, kommen Sie auf einen Moment her.« Als die Bedienerin beim Bett stand, sagte Schweg wiederum mit leiser Stimme, »Setzen Sie sich, Frau Müller.« In seiner Stimme lag etwas geheimnisvoll Feierliches. Als Frau Müller sich gesetzt hatte, verkündete Schweg sich aufrichtend, »Ich gehe zum Militär.« »Heilige Jungfrau«, schrie Frau Müller auf, »was werden Sie dort machen?« »Kämpfen«, antwortete Schweg mit Grabesstimme. »Mit Österreich steht's sehr schlecht. Oben rücken sie uns schon auf Krakau und unten nach Ungarn. Wir werden gedroschen wie Korn, wohin man sich umsieht. Und darum beruft man mich ein.« »Aber Sie können sich doch nicht rühren. Soll ich nicht um den Doktor laufen, gnädiger Herr?« »Nirgends werden Sie hingehen, Frau Müller. Ich bin bis auf die Füße ein ganz gesundes Kanonenfutter. Und in einer Zeit, wo es mit Österreich schief geht, muss jeder Krüppel auf seinem Platz sein.«